Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Heute habe ich was ganz Besonderes für euch, denn heute werden wir ein Set aus 2005, was bis jetzt noch original verpackt ist, auspacken. Und es gibt so viele coole Sachen, die sich bei Lego im Laufe der Jahre geändert haben, zum Guten sowie auch zum Schlechten. Und die werde ich euch heute genau zeigen. So, was ihr hier sehen könnt, ist das Dragon Catapult aus der Lego Vikings Reihe. Das war damals einfach eine Wikinger-thematisierte Reihe, die es dann bei Lego gab. Fantastische Sets. Es gab so viele Drachen mit dabei. Es gab schöne Minifiguren, wie zum Beispiel hier diese Wikinger mit diesen neuen Helmen mit dabei. Und das Set hatte diese Nummer 7017. Damals gab es noch vierstellige Nummern. Und es hat damals wohl eine UVP von 19,99 € gehabt. Zumindest auf dem Set, was ich als Kind hatte, war das so. Denn ich habe dieses Set schon einmal, ich habe es auch ausgepackt und auf meinem Karton ist noch ein Preisaufkleber von 19,99 € drauf. Das kann man heutzutage immer nicht ganz so genau nachvollziehen, wie viel das jetzt tatsächlich gekostet hat, leider, weil es darüber noch keine Aufzeichnungen gab. Ich werde euch jetzt erstmal hier zeigen, was an diesem Set so besonders ist. Erstmal könnt ihr sehen, es hat hier nicht diese klassischen Öffnungslaschen, die wir sonst immer kennen, wo man halt hier eindrücken kann. Es hat auch keine Siegel. Dann ist es so, ihr seht ja hier, das Format ist ein 1 zu 2 Format, denkt man. Und man denkt auch, dass es so die Größe hat wie bei Lego dann heutzutage. Aber dieses Format, was wir zum Beispiel hier beim ungarischen Hornschwanz kennen, das ist einfach ein Ticken kleiner. Und das ist super blöd, wenn ihr diesen Karton habt und versucht, ihn irgendwo unterzubringen, weil dieser halt immer irgendwie noch ein bisschen herausgucken wird und deshalb auch nicht, bei mir zumindest, nicht genau in die Umzugskartons reingepasst hat, wie zum Beispiel dieser hier. Kleiner Fun Fact am Rande. Aber eine Sache, die noch viel wichtiger ist. Wir gucken uns hier unten erstmal die Informationen an. Da seht ihr, dieses Set wurde, wie ich gesagt habe, in 2005 hergestellt. Und ihr könnt sehen, in Dänemark und in der Schweiz. Damals wurde das in der Schweiz hergestellt. Unglaublich, denn heutzutage seht ihr, das Ganze ist nur noch in Dänemark, in Hungary, Mexico, China and Czech Republic hergestellt. Das heißt, in der Schweiz gibt es nichts mehr. Das ist natürlich klar, in der Schweiz ist es, denke ich mal, teurer als jetzt in den anderen Ländern, die hier jetzt das verpacken. Aber das finde ich einfach super spannend und interessant zu wissen und auch interessant zu sehen, dass sich halt da die Lego-Gruppe wirklich sehr, sehr weiterentwickelt hat. Also wenn man vergleicht, wie viele Fabriken es vorher gab und wie viele Fabriken es jetzt heutzutage gibt. Wie bin ich an das Set rangekommen? Über eBay Kleinanzeigen gebraucht. Bei Amazon ist es, glaube ich, irgendwie 50, 60, 70, 80 irgendwo drin. Würde ich mir für den Preis nicht kaufen, wie gesagt. Also gibt es gebraucht auch wesentlich günstiger. Und ich würde sagen, wir bauen das Ganze jetzt mal auf und ich zeige euch dann, wie es dann drinnen aussieht. Und ich bin mega gespannt. Also das Set war wirklich eins meiner Lieblingssets, weil damals war es echt schwer, einen Drachen zu bekommen. Und diese Vikings-Reihe hat halt so viele Drachen dann nochmal mit reingebracht. Ich mache das mal hier kurz auf und dann zeige ich euch. Ach, ist nicht optimal hier gelaufen. Ihr wisst, ich versuche immer den Karton so gut wie möglich im Zustand zu behalten. Jetzt ist hier so ein kleiner Pappding noch übergeblieben. Auf jeden Fall seht ihr hier zum Beispiel eine Wikinger-Festung, ein Wikinger-Schiff, das hatte ich damals auch. Grandioses Set. Und das war so eine richtig coole Reihe tatsächlich. Wenn ihr euch ein Video wünscht, wo ich die ganze Reihe dann noch vorstelle, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde ich auf jeden Fall gerne machen. Jetzt muss ich das hier nochmal versuchen, ein bisschen besser aufzubekommen. Also ihr seht, früher war es nicht so einfach, den Lego-Karton aufzubekommen. Obwohl ich da heutzutage ja auch noch oft genug dran scheitere. Ah, nicht schön, nicht schön. Aber wir haben jetzt die Tüten und ihr seht, an den Tüten ist nichts nummeriert. Die sehen zwar einfach noch genauso aus wie früher, aber sind halt einfach nicht nummeriert. Und da seht ihr auch, wie krass sich Lego entwickelt hat. Also die Nummerierung, ja, aber die Tüten sind immer noch eins zu eins die gleichen. Genauso wie diese hier. Das funktioniert halt auch gut. Dann seht ihr hier, da sind nochmal zwei Flügel dabei. Die werden wir gleich beim Drachen brauchen. Die gibt es, glaube ich, auch. Ja, genau. Das haben wir ja noch hier. Die gibt es genauso in der Form auch beim ungarischen Hornschwanz aus 2019. Also hier auch nicht
keine großen Änderungen. Und hier seht ihr die Anleitung. Die Anleitung fühlt sich anders an als die heutige Anleitung. Die ist nicht so ganz so hochwertig wie heutzutage. Trotzdem, guckt euch das an. Oh. Und Sticker gab es damals auch schon. Mal gucken, ob die überhaupt noch kleben. Das ist halt für die Schilde von den Wikingern. Und wir gucken erstmal hinten in die Anleitung rein. Da seht ihr, da ist das Ganze nochmal aufgezeigt. Und schaut euch an, wie episch das aussieht. Also diese Festung ist so cool. Ich glaube, ich muss darüber ein Video machen. Dann geht's hier nochmal weiter mit einem Alternativbild. Das konntet ihr früher immer bei jedem Set machen. Und hier konntet ihr zum Beispiel so einen Wagen machen. Und ihr habt halt eher nochmal so eine Grafik, die dann zeigt, was man damit machen kann. Und ich würde sagen, wir bauen das ganze Set jetzt mal auf. Ich bin total gespannt, wie es im Neuzustand ist. Also ich habe es ja, wie gesagt, aber halt dann nur gebraucht und ziemlich verstaubt. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Los geht's. So, und jetzt seht ihr vor euch, was 20 Euro UVP damals in 2005 wert waren. Ihr seht hier, wir haben ein Katapult mit dabei, wir haben einen Drachen mit dabei, wir haben zwei Minifiguren mit dabei, wir haben auch noch so eine kleine Kiste mit dabei. Und es fühlt sich wirklich sehr, sehr viel an, auch wenn man bedenkt, dass vielleicht noch von den 20 Euro noch was runtergeht durch den Händler. Und ich muss zugeben, manche Steine waren etwas anders in der Qualität her, als wie man es jetzt heutzutage gewohnt ist. Zum Beispiel diese Technikstangen, die waren nicht ganz so ausgereift. Die Technikpins, die klemmen auch sehr, sehr hart drin. Also da hat Lego wirklich schon noch einiges verbessert im Laufe der Zeit. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal genauer an und würde ich sagen, wir fangen mit den Minifiguren an. Wir haben hier einmal einen Wikinger, der aus der Ritterreihe eigentlich kommt. Also ihr seht hier diesen Kopf, der soll so ein bisschen so aussehen wie ein Kettenhemd. Und dieses Kettenhemd, was er dann über seinem Helm hat, das ist ein Teil, was eigentlich aus der Ritterreihe kommt. Zum Beispiel die Bogenschützen hatten das damals, oder die Armbrustschützen. Und er ist eigentlich auch eine ganz nette Minifigur, hat aber nur von vorne eine Bedruckung. Und ihr könnt ja auch sehen, diese Axt, die ist ein wenig anders, als sie es heutzutage ist. Hier könnt ihr zum Beispiel mal einen Vergleich sehen zwischen einer Axt von Gimli aus der Herr-der-Ringe-Reihe, die könnt ihr hier sehen, aus 2012, und dann hier die
Axt, die damals in 2005 benutzt wurde. Ihr könnt sehen, die schimmert wesentlich mehr und diese Stange, die ihr habt, die ist ein wenig kürzer und dieser Knubsi, der oben drauf ist, der ist hier ein wenig länger als bei dem alten. Interessantes Feature, habe ich mich immer gefragt, warum das so ist, aber die neueren lassen sich halt wesentlich besser in Mocks und so weiter verbauen, weil die eine standardisierte Länge haben. Weiter geht es mit der nächsten Minifigur und zwar diesem Wikinger hier. Ihr könnt sehen, er hat hier vorne ein Schild. Dort könnt ihr die Aufkleber drauf machen, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Und er hat dann auch noch so ein XXL-Schwert. Das gab es damals noch. Ich mag dieses Schwert überhaupt nicht. Und außerdem ist es auch so, dass dieses Schwert sehr, sehr leicht kaputt geht, wenn ihr damit spielt. Also zum Beispiel kommt dann hier in der Mitte, kommen dann hier Nupsis rein, wenn ihr, oder so Einkerbungen, wenn ihr damit halt spielt. Das ist ein bisschen schade. Er hat aber auch so einen schönen Helm auf. Und die Helme, die zeige ich euch jetzt mal genauer. Das sind einfach solche zwei Teile, wo ihr dann halt diese Hörner reinsteckt. Und das ist halt dann wieder der Helm, genau in diesem gleichen Schimmer, den wir auch schon bei der Axt gehabt haben. So, und hier haben wir dann das Set an sich. Ihr habt auch noch einmal so eine Schatztruhe mit dabei. Ich weiß nicht, ob sie exklusiv in diesem Set ist. Auf jeden Fall war das damals die einzige Schatztruhe, die ich gehabt habe, die in so einem dunklen Dark Grey halt gewesen ist. Dort habt ihr dann vier Diamanten drin. Die sind auch ganz nett. Die werden heute gar nicht mehr so oft verwendet, komischerweise. Aber damals war man der coolste, wenn man viele von diesen Diamanten hatte. Also ganz praktisch. Wir haben ja einmal das Katapult und einmal den Drachen. Ich würde sagen, wir machen das Katapult zuerst. Und das hat eine super coole Funktion. Und zwar seht ihr hier hinten dieses Ding, was so ein bisschen aussieht wie ein Stuhl. Das wurde damals mit der Lego-Fußballreihe tatsächlich eingeführt und hatte da eine Federung drin, sodass man halt das nach hinten machen konnte und dass es dann nach vorne schnallte. Und in der Fußballreihe wurde dann hier vorne ein Ball angelegt, den man dann halt schießen konnte. Und jetzt sind es halt hier diese Stangen. Und ihr könnt auch sehen, seht ihr den Pin hier oben? Den gibt es heutzutage nur noch in Blau. Also es gab ihn auch schon in Schwarz tatsächlich. Es ist halt der gleiche Pin, nur noch halt eine Länge weiter. Und wenn ihr dann hier hinten drauf drückt, seht ihr, dann schießen diese Pfeildinger. Das wurde damals super oft verwendet, war auch zum Beispiel in dem Wikinger-Schiff drauf, so eine Konstruktion und ist halt eine XXL-Variante des heutigen federgeladenen Shooters. Fand ich damals als Kind immer cool, wobei es war so, es gab halt einmal diese Teile hier, womit man schießen konnte auf Piratenschiffen und es gab auch nochmal so federgeladene Shooter, die es ja heute zum Beispiel in den Endor-Sets oder diesen Action-Battle-Sets von Star Wars immer noch gibt. Und ich hatte immer das Schiff mit den federgeladenen Shootern, und also die es heute immer noch gibt. Und das war mal wesentlich effektiver als diese Teile hier. Also die fliegen einfach nur irgendwo gegen und fliegen dann halt weg. Da passiert nicht viel. Und die anderen, die haben wirklich Einschlagskraft. Auf jeden Fall seht ihr hier, da ist auch noch so eine Art Armbrust angedeutet. Das ist nicht, das hat keine Funktion, das ist einfach nur zur Optik. Ihr seht, das sind solche Gummiteile, die bewegen sich dann ein bisschen und da hinten hängt noch so eine Kette dran. Auch ein ganz nettes Teil. Von den Ketten konnte ich früher auch nie genug haben. Habe ich dann immer Spider-Man gespielt. Der konnte halt mit diesen Ketten dann durch die Gegend schwingen, weil ich die anderen Teile noch nicht hatte. Und hier seht ihr vorne ist auch nochmal so ein Schild drauf. Das war damals auch bedruckt. Hier sind nochmal zwei so XXL-Zähne. Und hier hinten konntet ihr zum Beispiel auch immer den Schatz nochmal draufstellen. Da habe ich den zumindest immer draufgestellt. Die Räder hier, das sind Achsen. Und es ist auch interessant, die Räder werden hier mitten im Bau angebracht. Also ihr baut das Teil sozusagen von unten nach oben. Heutzutage würde man erst von unten nach oben bauen und dann die Räder dran machen, weil das Ding natürlich dann die ganze Zeit durch die Gegend rutscht. Also auch hier hat Lego sich weiterentwickelt und unter anderem hat Lego auch weiterentwickelt ein Teil in diesem Set. Ich hole es mal kurz hier raus. So, und hier könnt ihr es sehen, dass rechts. Das ist das Teil, was jetzt aus diesem Set kommt. Und das links ist ein neueres Teil. Das ist dieses Jumper-Teil, mit dem man einen Teil in der Mitte positionieren kann. Und ihr könnt hier sehen, der hat eine Rille, der neue. Und diese Rille, die wurde erst in späteren Versionen dazu gemacht. Und hier könnt ihr sehen, wo der Vorteil dran liegt. Denn wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Fingernagel oder ähnlichem halt dieses linke Teil halt abmachen möchte, dann geht das wesentlich einfacher, weil man halt diese kleine Rille noch dazwischen hat, als bei dem Teil auf der anderen Seite. Das hat mich damals gefreut, als sie das eingeführt haben, weil es echt beim Mockbauen echt eine Arbeit war, diese Teile abzubekommen, als es noch nicht diese Rille darunter gab. Als nächstes gucken wir uns hier mal den Drachen an.
Der Drache ist auch wunderschön. Na, okay, nicht wirklich, aber er ist cool. Also für damalige Verhältnisse war es echt toll, so einen Drachen zu haben. Könnt sehen, er hat hier unten diese Krallen, dann halt diese Bionicle-Gelenke. Die waren auch echt unangenehm anzubringen. Also die haben noch ein bisschen geklebt. Die müssen halt erstmal so ein bisschen eingespielt werden, sage ich mal. Dann hier hinten noch mal einen riesigen Schwanz dran. Und hier könnt ihr sehen, da sind überall diese kleinen Zähne, die auch auf den Wikingerhelm benutzt wurden, die halt dann den ganzen den ganzen Drachen hier verschmücken. Die Flügel sind schön mit auch solchen Kugelgelenken angebracht. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Der Kopf bewegt sich hoch und runter. Und hier vorne seht ihr dann nochmal diese Flammen drin. Das ist sehr, sehr wackelig. Also, das ist mir als Kind auch schon mal aufgefallen. Das war super nervig. Und guckt euch mal hier diese schönen alten Flammenteile an. Ihr seht, an diesen Flammenteilen sind hier solche kleinen Teile nochmal dran. Die sind eigentlich total nutzlos, aber ihr könnt eine super coole Sache mit denen machen. Und zwar, wenn ihr die so zusammentut hier, dann könnt ihr diese beiden Flammen miteinander verbinden. Das geht mit den neuen Flammen nicht mehr, weil die diese kleinen runden Teile dann nicht mehr dran haben, die ihr hier sehen könnt. Und das war immer ein cooles Feature nochmal von den ganzen Sachen. Zum Beispiel, wenn man dann einen gehabt hat, der den hier so angepackt hat, dann kann das auch so ein Cis-Strahl sein. Natürlich nur, wenn es dann halt in blau ist. Die blauen Flammen waren immer ein bisschen sehr rar. Aber das war eine coole Funktion und das erinnert mich auch wieder, hat mich auch wieder schön an meine Kindheit erinnert. So, als Fazit zu diesem Set finde ich, ist es ein fantastisches Set. Ich verstehe nicht, warum man heute keine Drachen mehr macht. Also, Drachen haben damals immer gezogen. Jeder wollte Drachen haben. Und das Kind, was diese XXL Wikingerburg damals zu Weihnachten bekommen hat, das war auf jeden Fall der König auf dem Schulplatz, sage ich mal. Wirklich verstehe ich nicht, warum man das nicht zurückbringt und das immer halt mit so Sachen wie irgendwie Nexo Knights oder Chima versucht, wenn man eigentlich die Goldgrube schon vor der Tür hat. Schreibt mir gerne eure Meinung zu diesem Set in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, ob ich solche alten Sachen mal öfter reviewen soll und dann mal dieses Erlebnis mit euch teilen soll. Mir macht es echt mega Spaß und bis dahin ganz viel Spaß und ciao.